In diesem Video geht es um das Thema Mietpreisexplosion in Deutschland 2024 und warum trotzdem keiner kaufen wird. Der Immobilienmarkt in Deutschland erlebt aktuell heftige Veränderungen, was sich sowohl auf den Mieter als auch auf den Vermieter verändernd auswirkt. Experten prognostizieren, dass die Mieten 2024 rasant steigen werden. Aber warum ist das so? Und wird das nachhaltig auch so bleiben? Auf der anderen Seite geht man von einem weiteren Preisverfall von bis zu 10% im Jahre 2024 aus und das Geld der Käufer wird zunehmend das Land verlassen. In diesem Video werde ich dir erklären, was 2024 mit den Mieten und Immobilienpreisen in Deutschland passiert und wie du dich perfekt aufstellen kannst, damit du super vorbereitet bist. Mein Name ist Dr. Florian Roski und ich bin Analyst, Investor und Macher und in meinen Videos nehme ich dich mit auf meiner persönlichen Freiheitsreise. Für Immobilienbesitzer gibt es erstmal gute Nachrichten. Im Jahr 2024 werden die Mieten weiter steigen. Immobilienexperten gehen also für das Jahr 2024 vor weiter steigenden Mieten aus. Im dritten Quartal 2023 kletterten die Mieten in den größten 8 Metropolen in Deutschland um, festhalten, 8,4% zum Vorjahreszeitraum. Zeigen neue Daten von GLL für die Nachrichtenagentur dpa. Zum zweiten Quartal stand ein Plus von 3,8%. Auch in anderen Großstädten stiegen die Mieten im Jahresvergleich kräftig. Etwa in Mannheim 5,7%, Bonn 4,8% oder Essen 5,2% oder sogar Wuppertal 5,7%. Die Zuwächse waren größer als im übrigen städtischen Raum und auch in dörflichen Gemeinden. Dort wuchsen die Mieten um gut 4% im Jahresvergleich und weniger als 2% zum Vorjahresquartal. Warum ist das so? Warum steigen die Mieten aktuell? Hauptgrund ist aktuell die Migration in Deutschland. Derzeit halten sich nach Ausländerzentralregister zufolge hierzulande 1.125.850 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf, so der Stand vom 2. Dezember 2023 laut Mediendienst Integration. Für 2024 gibt man mittlerweile Asylantragswarnungen aus. Man erwartet also für 2024 einen großen Ansturm. An dieser Stelle möchte ich auch eine Warnung aussprechen an alle diejenigen, die sich aufgrund der aktuell gewaltigen Nachfrage vielleicht sogar mit Randlagenwohnungen die Taschen voll machen, dass diese Art der Bevölkerungsaufstockung wohl nicht für immer weiter so laufen wird. Denn die Unzufriedenheit der Bürger steigt massiv an. Denn es ist nicht nur damit getan, indem man Menschen ins Land holt, indem man ihnen Essen und Unterkunft gibt. Wenn dieses Experiment glücken soll, dann müssen diese Menschen eigentlich auch gut qualifiziert werden oder sein. Und es muss massive Bemühungen geben, diesen Menschen Deutsch beizubringen und sie in den beruflichen Arbeitsmarkt zu integrieren. Denn nur so können sie einen steuerlich relevanten Beitrag zum Bundeshaushalt leisten und müssen nicht weiter die bestehende arbeitende Bevölkerung belasten, wie wir das aktuell erleben. Aktuell erleben wir, dass Steuern und Abgaben der arbeitenden Bevölkerung geradezu explodieren und die Unzufriedenheit steigt massiv an. Die aktuellen Bauernproteste, die man hier auf dem Bild sieht, sind nur die Spitze des Eisberges. Denn angesichts dieser sichtbaren Defizite in der Flüchtlingspolitik wächst die Skepsis gegenüber der Zuwanderung insgesamt. Bei der Frage, ob Deutschland durch die Zuwanderung eher Vorteile als Nachteile sieht, sagen aktuell 64%, dass die Nachteile überwiegen. Die Skepsis der Bevölkerung steigt zum Thema Integration und das meiner Meinung nach auch zu Recht
zunehmend an. Integration von Leistungsträgern ist eine einfache Sache, aber das sind nun mal nicht alle, die kommen. Die Masse braucht einfach bei der Integration eine gewaltige Unterstützung und die sieht man wohl aktuell in Deutschland eher selten. Viele Bürger fangen auch an, sich in Deutschland nicht mehr wohlzufühlen und zweifeln auch das Konstrukt der Demokratie, so wie sie in Deutschland benannt wird, zunehmend an und fühlen sich einfach nicht mehr wohl und fangen an, sich zu radikalisieren. Denn jede extreme Entwicklung beinhaltet natürlich auch Menschen, vor allem wenn man sie gar nicht fragt, die sich unwohl mit der Situation fühlen. Hinzu kommt natürlich mit dieser steigenden Unzufriedenheit auch der Wunsch oder der mehrheitliche Wunsch, der zunehmende Wunsch der Bürger, die Politik, die das verursacht hat, einfach zu verändern. Und der damals von der Frau Merkel geschaffene Satz, wir schaffen das, wird immer mehr in Zweifel gezogen und die Skeptiker werden zunehmend lauter. Natürlich ist die Flüchtlingspolitik nicht anderes. Die Entscheidung zur Kriegsteilhabe oder zu einer wenig durchdachten Energiewende leistet natürlich seinen Beitrag, um das Land immer mehr mit Kosten zu belasten, auf der einen Seite, wo aber keine Produktivitätsfortschritte oder Weiterentwicklung auf der anderen Seite zu sehen ist. Das heißt, die aktuelle Regierung beschäftigt sich mit Ideologie, Umbau und Krieg, aber sie beschäftigt sich nicht mit der Zukunft unseres eigenen Landes. Und das sehen wir im Ergebnis immer deutlicher. Entsprechendes sehen wir natürlich auch bei den Wahltrendentwicklungen. Und sobald konservativ oder bürgerliche Mitte wieder Oberhand gewinnt, dann wird auch hoffentlich nur doch das integriert, was straffrei und nicht abgeschoben werden sollte, was gebildet ist und in das Ganze in einer Kombination mit einem smarten Anteil an Humanität, der auch integrierbar ist und nicht mit einer Massenzuwanderung, so wie wir sie aktuell erleben. Wenn dann noch die demoskopische Entwicklung der deutschen Bevölkerung in Zukunft, dann dürfte es wieder eine Umkehr geben, auch der Mietentwicklungen, denn wenn die Bevölkerungszuwächse abnehmen oder sogar schrumpfen, dann müsste logischerweise auch der Druck auf die Nachfrage auf dem Miet- oder Wohnungsmarkt nachgeben. Zudem sind die Mietanstiege auch primär nominal. Denn wenn man die Inflation der letzten Jahre dagegen rechnet, dann nehmen die Mieten eine ähnlich schlechte Entwicklung wie die Löhne in Deutschland. Oder um es mit anderen Worten auszudrücken, Deutschland wird ärmer, der Wohlstand verlagert sich in andere Länder. Zudem stellt die Miete heute schon in Deutschland den größten Ausgabeposten vieler Haushalte dar. Das auch hier haben wir die Glasdecke erreicht für viele Haushalte. Kurzfristig wird die Miete aber weiter rasant steigen, denn Neubau lohnt sich aktuell nicht in Deutschland. Das heißt, eine hohe Nachfrage nach Wohnraum trifft auf ein zunehmendes verknapptes Angebot. Zudem weichen viele Menschen wegen der gestiegenen Zinsen und hoher Baukosten auf Mietwohnungen aus, die sich vorher vielleicht den Erwerb einer Wohnung hätten vorstellen können. Der Rückgang der Kaufpreise und den zunehmenden Mietanstieg gleichen aktuell die teuren Kreditraten noch nicht aus. Von jetzt ist Deutschland das einzige EU-Land mit mehr Mietern als Eigentümer. Und zwar mehr als die Hälfte aller Deutschen leben zur Miete. Tendenz steigend und natürlich auch nochmal gefördert durch den Zwang, energetisch sanieren zu müssen, durch Ampel und EU. Denn Energieeinsparungen bedeutet investieren und investieren können eben nur die Leute, die einen guten Job haben und denen entsprechend ausreichend netto vom Brutto bleibt. Und auch nur dann, wenn sich eigentlich energetische Sanierungen rechnen, was sie in 80% der Fällen nicht tun. Jedenfalls nicht finanziell. Und Ideologie ist immer etwas, was man sich eben auch leisten können muss. Und zunehmend können sich die Deutschen offensichtlich immer weniger leisten. So wird es also auch sehr wahrscheinlich, dass wir von den aktuellen Immobilienpreisen weitere Abschläge erleben. Vor allem Objekte mit schlechter Energiebilanz werden zunehmend unter Druck geraten. Zudem rechne ich für 2024 mit einer anhaltend
den hohen politischen Unsicherheit und ich sehe hier auch wenig Spielraum für Impulse für den Wohnungsneubau. Gerade auch die Bauernproteste und die steigende Unzufriedenheit und bürgerliche Tumulte werden hier ihr Teil tun, dass der Fokus eher auf politischen Umbruch gesetzt wird als auf wirtschaftliche zukünftige Prosperität. Denn das ist mit der aktuellen Ampel mal definitiv gar nicht möglich. Das heißt, besonders bei Mietwohnungen wird sich der Nachfrageüberhang noch weiter verschärfen und die Nachfrage, Wohnungen zu kaufen, wird weiter sinken. Was heißt das Ganze jetzt für uns Investoren? Ich würde aktuell stark anraten, noch etwas abzuwarten. Gefühlt bis Ende 2024, 2025, dann dürften die Mieten wahrscheinlich so weit aufgeholt haben und die Firmenpleiten aller Sigma und Anschlussfinanzierungen werden dann auch ihren Beitrag geleistet haben, um wieder saubere Einstiegsniveaus zu erreichen. Also Niveaus, bei denen Kaufpreis und Miete ein besseres Verhältnis haben, damit auch die Finanzierbarkeit gegeben ist. Aber, und hier bitte ich darauf Acht zu geben, auch wenn sich der finanzielle Einstieg wieder in der Momentaufnahme lohnen könnte, solange Deutschland kein neues tragfähiges Zukunftsmodell entwickelt und die politischen Risiken und die Unzufriedenheit so hoch sind, würde ich mir es als Investor 10-mal überlegen, ob ich wirklich das Risiko eingehe, von einer linken Regierung weiter in den Schwitzkasten genommen zu werden, denn es ist einfach kein gutes Gefühl, in einem Land zu investieren, bei dem permanent auf Parteitagen Lastenausgleichsgesetze oder die Verschärfung der Erbschaftssteuer diskutiert wird. Denn was bringt dir eine kurzfristige Rendite, wenn am Ende des Tages der Staat dir den größten Teil deines Vermögens nimmt? Das Investment ist einfach schlecht. Da muss man also schon extrem gutgläubig sein, um genau in so einem Investitionsumfeld zu investieren. Denn ein Immobilieninvestment, das darf man nicht vergessen, ist immer ein langfristiges Investment und bedarf entsprechend einer soliden politischen Perspektive. Aktuell investiere ich als Analyst und Investor eher in Märkte mit positivem Ausblick wie Dubai oder Nordzypern oder ich investiere in Krypto, die gerade auch in, und Gold, was gerade auch in aktuell wilden Zeiten gut performt. Auch Aktien außerhalb der EU sind momentan wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Hier sind die Marktaussichten positiv und das tägliche Leben halt auch nicht von Frust und hohen Steuern und Abgaben und Repressalien geprägt und von gar nicht von Ideologie und Übergrifflichkeit, sondern von einer guten, positiven Zukunftsperspektive. Wir bieten übrigens dieses Jahr wieder unsere Community-Reisen an, unsere Community-Investor- und Bildungsreisen nach Dubai und Nordzypern. Für diejenigen unter euch, die Lust haben, einfach mal ein neues Land zu bereisen und das Ganze aus der Perspektive eines Immobilieninvestors, der schaue sich doch einfach mal die Links unter diesem Video an. Ihr seid herzlich eingeladen und ich persönlich würde mich freuen, euch Dubai oder Nordzypern mal als alternativen Investmentort näher bringen zu können. Ansonsten beste Grüße aus Dubai, euer Dr. Florian Roski und ein tolles neues Jahr.